Ich wollte euch eine Frage hier reinstellen und sagen, was für äußere Umstände nutzt du dazu, um dir immer wieder sagen zu können, dass irgendwas fehlerhaft, nicht gut genug oder mangelhaft mit dir ist? Und das ist einer der größten Tricks, die unser Verstand drauf hat. Scannen im Außen und Rückschlüsse bilden, die hinterher zum Ergebnis kommen. Siehst du mal, bist nicht gut genug, hast falsch gemacht, wirst nicht geliebt, wirst nicht unterstützt, man will dich nicht. Und ich will euch einfach nur mal kurz anregen, drüber nachzudenken, was für äußere Umstände ihr dazu missbraucht, um euch zu sagen, dass irgendwas falsch ist, dass irgendwas nicht so läuft, wie ihr wollt, dass irgendwas nicht so liebt, wie ihr wollt, dass irgendwas nicht so da ist, wie ihr wollt. Also number one, an allererster Stelle, aus Gewohnheit ist ja da der vorhandene oder nicht vorhandene oder halb vorhandene SP. Der dient unglaublich gerne zum Anlass zu sagen, wenn du besser wärst, dann wäre der SP so, wie du es gerne hättest oder zumindest anders oder zumindest besser. Wenn du was anderes gesagt hättest, wenn du was anderes gemeint hättest, wenn du jemand anders gewesen wärst, dann wärst du besser, dann wärst du gut genug und im Außen würde man es dir zeigen. Das Außen würde dir endlich zeigen, dass deine Arbeit jetzt Früchte trägt. Aber nachdem das Außen dir das nicht zeigt, ziehen wir mal lieber wieder den Rückschluss und sagen, wir haben es noch nicht im Griff, wir sind noch nicht gut genug. Wir müssen noch mehr lernen, wir müssen noch besser werden. Ja, kommt das bekannt vor? Sehr gut. Und jetzt können wir SP genauso auswechseln und einfach mit Geld machen wir das Gleiche. Mit Geld tun wir das Gleiche, weil wenn ich besser wäre, wenn ich Geld bei mir behalten könnte, wenn ich nicht so schlecht und verschwenderisch wäre, wenn ich nicht so unfähig wäre, mit Geld umzugehen, wenn ich nicht so scheiße wäre und immer die schlechten Entscheidungen treffen würde, dann hätte ich mehr Geld. Also, SP, Geld. Was haben wir noch? Gesundheit. Gesundheit auch. Ganz toll. Ich wäre fitter, ich würde besser aussehen, ich wäre wacher, ich hätte mehr Energie, wenn ich besser wäre. Sprich, ich bin müde, ich bin ein bisschen ausgelaugt, ich fühle mich ein bisschen nicht so hundertprozentig und mir tut da ein bisschen was weh und hier ist noch so das ein oder andere Wehwehchen, die ein oder andere Einschränkung. Die ist nur da, weil ich nicht gut genug bin. Wenn ich gut genug wäre, wenn ich besser wäre, wenn ich es endlich kapiert hätte, dann wäre das ja alles nicht da. Also, ich könnte jetzt hier ewig weitermachen mit diesen Beispielen, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und es ist so wichtig, dass ihr eurem Verstand auf die Schliche kommt. Wenn einer da sitzt und sagt, mir geht's doch nicht gut, ich bin müde, ich bin kaputt, ich habe keine Energie, ich mag jetzt nicht. Dann ist es genau deswegen, weil da irgendwas zusammengebastelt worden ist vom Verstand, vom Denker, vom Rückschließer, vom Überzeuger, vom Erlaubnisnehmer, das dazu geführt hat, dass es mir heute nicht so gut geht. Dass ich heute schlecht drauf bin. Ja, dass alles irgendwie so ein bisschen frustriert ist. Dass ich mich dämpfen lasse. Leute, durchschaut die Scheiße. Das kann nicht sein. Das ist Bullshit. Absoluter 100%er Bullshit. Und der muss durchleuchtet und gestellt und ans Licht gebracht werden.
Und jedes Mal, wenn irgendeine Einschränkung da ist, dann weißt du, was läuft. Was läuft in deinem Köpfchen? Was läuft in deinem Denker? Und dann geht es darum, dass du dich hinsetzt, am besten mit Stift und Blatt, und einfach mal guckst, was für eine Scheiße, glaube ich, erzähle ich, repetiere ich, wiederhole ich, binde ich in schöne Geschichten ein, die letztendlich dazu führt, dass ich sage, oh, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr, irgendwas ist nicht gut, nein, ich fühle mich schlecht. Leute, man kann sich schlecht fühlen, aber das kann nicht lange dauern. Das ist einfach nur der Wecker. Und man muss aufhören, den Wecker auf Snooze zu stellen, sodass er alle 5 bis 10 Minuten wieder loslabert, sondern wenn der einmal klingelt, dann stelle ich den ab. Und ich lasse mich nicht tyrannisieren, weil ich diesen verdammten Wecker nicht abstellen kann. Genau. Das war's mal so von mir. Bis dann.